Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es nach Schermbeck. Es ist der 5.8. Ich bin 2 Tage zu spät, aber ich war vorher noch an der Nordsee und daher erst jetzt. Wie wir sehen, ich mache einmal hier den Kilometerstand, 2185,4 Kilometer. Ich bin jetzt 2 Wochen nicht Ape gefahren, weil wir auf einer autofreien Insel waren. Ich weiß, wie uncool, hat ja auch jemand geschrieben. Aber ja, man kann es sich schön reden. Es war ja mal entspannt. So, ich werde in Schermbeck übernachten. Mein Gepäck. Jetzt bringen wir aber erstmal Altpapier weg. So, es wurde gewünscht, dass ich euch mehr außerhalb der Ape mitnehme. Daher, das betrachte ich als, ja, als das. Und gehört ja auch irgendwie dazu. Hat ja schließlich auf dieser Tour stattgefunden. Also wird es auch gezeigt. Nachbar hat mich gegrüßt. Klappe zu. Klappe zu auf den Tod. So, ich werde ihn jetzt einfach mal losfahren. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Kilometer das jetzt genau sind. Das werde ich euch gleich sagen, wenn wir unterwegs sind. Beziehungsweise wenn ich Google Maps gestartet habe. Ja, jetzt werde ich einfach mal losfahren. Ich werde zuerst mal zum Supermarkt fahren, mir irgendwie ein Frühstück holen, was zu trinken holen für die Fahrt. Und dann kann es eigentlich losgehen. Mein genaues Camping-Setup, wobei es kein wirkliches richtiges ist, werde ich euch dann auch später mal vorstellen, zeigen. So am Rande, und dazu wird es dann auch mal ein eigenes Video geben. Aber erst, wenn ich das Ganze perfektioniert habe, weil gerade ist es halt wirklich einfach nur noch eine Matratze mit Kissen und einem Stuhl. Ja gut, das werde ich euch so ein bisschen zeigen. Also, begleite mich auf der Fahrt. Ich werde diesmal, glaube ich, ein bisschen mehr filmen. Auch am Rande der Ape-Fahrerei, so auf dem Treffen hoffentlich mal. Und wenn ich irgendwo aussteige, werde ich euch da auch etwas mitnehmen. Also, ich befestige euch jetzt in der Halterung und dann kann es losgehen. So, auf der Fahrt. Ich habe immer noch nicht Google Maps gestartet. Ich denke mal, so die ersten 40 Kilometer kann ich so fahren, wie ich denke. Das Treffen ist ein Schermbeck. Ich habe geguckt, es ist irgendwo bei Dorsten. Und um da hinzukommen, ich komme jetzt hier aus Wuppertal gerade, werde ich erstmal durch Fellbad fahren, da ein bisschen so schön über Land die Strecken, Langenberg und dann einmal durch Essen. Ich denke mal, ich werde so westlich an Essen vorbeifahren, weil das ist, glaube ich, eine Brücke über die Ruhr, die ist eine Kraftfahrtstraße und die darf ich ja bekanntermaßen mit der Ape nicht fahren. Aber als was ich das Ganze dann so gleich im Punkt, werden wir dann erst sehen. Ich denke mal, ich werde wieder irgendwo westlich an Essen vorbei, da über die Ruhr fahren. Das ist A, entspannter und B, darf ich auf jeden Fall darüber fahren. So habe ich das gemacht, als ich auf meiner Tour ans Meer war. Da bin ich da auch lang gefahren, das ist problemlos. So, jetzt schleichen wir uns gerade erstmal so einen Berg hoch mit entspannten, irgendwas zwischen 20 und 25. Wie genau der Zeige da jetzt ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber sowas um den Dreh. Ich hoffe mal, da ist heute überhaupt noch was in Schermbeck, weil wie gesagt, ich bin 2 Tage zu spät. Das Ganze hat am 3. begonnen. Geht, glaube ich, bis zum 6. Heute ist der 5. Ich guck mal, was es da noch so gibt. Ich guck einfach mal mir die Abend an und wenn es nichts mehr ist, kann ich auch wieder fahren. Ist ja jetzt nicht so weit. Ich denke mal, ich werde so 2 Stunden fahren. Wenn überhaupt. 1¾ Stunden vielleicht. Kommt drauf an, wie gut ich durchs Ruhrgebiet durchkomme. Aber samstags geht das. Und in den 2. Gang. Ja. Danke fürs tapfere Warten. Das Wetter hier ist echt nicht schön. Ich komme mal gerade aus dem Norden.
Und da war es echt erstaunlich gut. Also wir hatten halt ab und zu mal einen Schauer, aber es gab auch immer dann danach wieder Sonne. Und es war nicht so diesig und bäh. Ich meine, jetzt haben wir auch gerade 8.43 Uhr. Also es ist jetzt noch nicht sonderlich spät, aber ein bisschen Sonne könnte man schon gerne mal sehen. Hoffentlich wird es in Schermbeck besser. Aber ich glaube nicht. Doch, ich habe gerade beim Anfahren so verkackt. Das ist jetzt mehr oder weniger die erste Fahrt nach 2 Wochen nicht mehr fahren. Und ich habe gerade einfach eingekuppelt, dann Gas gegeben. Und oh Gott. Das muss nochmal geübt werden. Naja, aber auch das hat funktioniert, also irgendwie. Ich glaube, dieses Video wird ein bisschen trist aussehen, weil es ist halt alles grau und vernebelt und aber egal. Müsst ihr mitleben? Tut mir leid. Zweiter Gang. Einfach durchziehen. Ich denke mal, dieses Stück wird so ein Stück für die Zeitrafferaufnahmen. So. Zeitraffer ab jetzt. Gefahren. Ich habe noch 58 Kilometer vor mir, ungefähr. Ich bin jetzt beim Edeka und werde mir dort jetzt mal mein Frühstück gönnen. Parkschein bestellen. Das werden wir machen. Wir haben 9.15 Uhr. Ich bin nicht so gut vorangekommen, weil da war so ein irre langer Berg, den ich hoch musste. Und wie wir ja wissen, die Alpen und Berge sind nicht die größten Freunde und deswegen habe ich da entsprechend länger drüber gebraucht.
sehe gerade, da drüben war noch ein Aldi. Ah, na egal, jetzt parke ich schon mal hier. So, Motor aus. Hier zu. Fenster zu. Und gehen wir mal rein. Dieser Edeka, in dem ich gerade drin war, das ist nicht mehr normal. Der ist riesig. Also wirklich riesig. Allein die Getränke. Theke. Ich glaube, ich blende euch hier mal was ein, das kommt auf dem Video nicht ansatzweise rüber. Das sind 15 Meter locker, allein an Getränke, Kühltheke. Also, krank. Kann man nicht anders sagen. Ich bin hier irgendwo in Felbert-Mitte, keine Ahnung, Felbert-Langenberg, Felbert-Mitte, irgendwo. Ich habe mir erstmal ein bisschen was zu trinken geholt. Nicht gesund, aber egal. Ein Baguette, das hat mich angelacht. Ich bin so ein Gluten-Junkie, ich esse das am liebsten ohne Belag. Hauptsache Brot, Mehl und das passt. Und für heute Abend, das hat mich auch angelacht, so ein Oliven-Baguette mit Oliven und Olivenöl und allem möglichen. Sah auf jeden Fall sehr gut aus. Ich dachte mir, für 1,90 Euro kann man das mal mitnehmen. Und ja, jetzt bin ich bestens versorgt. Es kann weitergehen. Und ich denke mal, ich fahre jetzt ab jetzt noch so 1,5 Stunden. Also alles ganz entspannt. Ich habe was zu trinken, ich habe was zu essen, ich habe Musik, ich habe Google Maps. Also fahren wir los. Bis gleich. So, ich bin jetzt in Essen-Werden. Fahre über so eine schöne Straße. Rechts von mir ist die Ruhr. Ich glaube, man sieht es nicht. Aber wie gesagt, rechts von mir ist die Ruhr. Ich habe jetzt noch um die 40 Kilometer. Ich glaube, ein bisschen weniger vor mir. Mal sehen. Ich bin gespannt, wie gut ich durchkommen werde. Ja. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich mache euch erstmal wieder in die Halterung rein und dann gibt es wieder eine Zeitraffer-Fahraufnahme. Ich werde jetzt, glaube ich, in einem durchfahren. Ich glaube, ich muss keinen Halt mehr machen. Passt. Ist ja nicht mehr lange. Kleiner Zwischenstand. Ich bin jetzt in Gladbeck. Ich habe jetzt noch 17 Kilometer vor mir und es ist 10:11 Uhr jetzt. Ja, ich bin jetzt auf dem Stück wieder ganz gut vorangekommen, nachdem es wieder flacher wurde, indem ich die ganzen Berge mehr oder weniger hinter mir gelassen habe oder Hügel. Jetzt läuft's. Ich fahre jetzt, wenn ich nicht gerade eine Ampel halte, so mit an dem 40. Das läuft. Geschmeidig. Ja, ich bin gleich da. Mal sehen. Ich bin einmal quer durch Essen gefahren. Erstaunlicherweise war der Verkehr vollkommen ordentlich. Also, es ist jetzt Samstagmorgen. Ja, also Mittag mittlerweile schon fast. Aber war nichts los. Also, entspannt. Adresse raussuchen, wo das Treffen ist, weil ich habe jetzt mein Navi einfach nur Schermbeck eingegeben. Ist ein bisschen allgemein gefasst. Ich meine, so unendlich große Schermbecke jetzt auch nicht. Also ich navigiere da jetzt einfach mal rein. Entweder fahre ich schon an vorbei, aber glaube ich nicht. Ja, dann werde ich es gleich mal im Navi suchen. Beziehungsweise ich muss erstmal auf der Homepage des Betreibers das Treffen oder so gucken, wo das eigentlich ist. Wäre blöd, wenn ich mich auf irgendeinen Acker stelle und dann kommt niemand. Ja. Werden wir ja sehen. Google Maps ist so ein Driss. Ich wurde gerade eben schon wieder auf so eine Kraftfahrtstraße geleitet und vor allem es war nicht ersichtlich, dass es eine wird. Also es eine wurde. Es war eine ganz normale Straße, ging geradeaus. Es war auf keinem Schild angezeichnet, weil sonst steht das ja auf diesen Schildern mal irgendwie geradeaus Kraftfahrtstraße oder so. Nein! Dann fahre ich auf so einer geraden Straße und auf einmal kommt so ein Schild, Kraftfahrtstraße. Keine Abfahrtmöglichkeit, Trennwand in der Mitte, ich kann nicht wenden. Super, musste ich drüber. Es war am Ende, ja, ein Kilometer, ein bisschen weniger. Warum?
Mir wurde die Kurviger App empfohlen. Das ist so eine App für Motorradfahrer eigentlich, die einem so schönere Strecken raussucht, die eben dann auch kurvig sind, wie der Name sagt. Das ist zum Motorradfahren immer ganz schön. Die kann das, glaube ich, auch vermeiden, weil man da ein generelles Tempolimit einstellen kann, wie schnell man halt ist. Und dann sucht die Straßen raus, auf denen man das halt dann fährt. Ah, verschluckt. Ja. Aber ich war zu faul, mich in die App einzulesen. Beziehungsweise, ich habe mich schon ein bisschen eingelesen, aber ich war jetzt zu faul, das alles einzustellen. So, ich wollte jetzt einfach losfahren. Weil ich war wieder ein bisschen knapp dran. Aber ja, ich denke mal, für den Rückweg werde ich die mal benutzen. Dann habe ich einen direkten Vergleich, wie es besser klappt, welche Strecken besser sind. Schneller, okay, Google Maps ist, glaube ich, schneller, weil es direkter ist, aber dann auch Kraftfahrtstraßen drin hat. Und die Kurvig-App leitet einen da so ein bisschen drumherum. So hoffe ich. Deswegen werde ich die immer auf dem Rückweg ausprobieren und dann vielleicht auch mal ein kleines Fazit abgeben, wie das Ganze so ist. So, die Straße hier, ja, ja, problemlos. Ich war nicht wesentlich schneller als der Fahrradfahrer neben mir. Ich glaube, ich bin überhaupt nicht schneller. Jetzt geht es wieder ein bisschen berghoch und jetzt kommt er wieder. A31 Richtung Emden. Ach ja, da wird es schön im Norden. Naja, ich darf nur träumen. A, darf ich da mit der Ape nicht drauf und B, geht's übermorgen mit der Schule wieder los. Also, yeah, Ferien vorbei. Aber egal, die letzten zwei Tage verbringe ich dann jetzt noch in Schermbeck. Ist ja schön. Geradeaus, danach im Kreisverkehr geradeaus. Ich denke mal, das kann ich mir merken. Also ich habe meinen Plan mehr damit in die Tat umgesetzt. Ich bin bis Essen mit meinem Kopf gefahren, also ohne Google Maps. Und dann kurz vor Essen, so kurz nachdem ich aus Fellbad raus bin, im Übergang habe ich dann Google Maps eingeschaltet. Weil durch Essen schlängert man sich dann doch ein bisschen durch. Und das wollte ich den Profis überlassen. Wobei Google Maps und ich sind ja eigentlich keine guten Freunde, aber ich denke mal, das wäre jetzt hier schon häufig angesprochen worden. Naja, aber den Weg finde ich ja jetzt. Wieder schön. Ist wieder ländlich, es geht mehr oder minder geradeaus, ohne Berge. Das gefällt mir. Der Ape glaube ich auch. Die rennt hier mit 40. Alles super. Tank ist noch so drei Viertel voll. Ich habe erstaunlicherweise kaum was verbraucht. Ja, ist schön. Aber ich meine, ich bin ja auch nur 40 Kilometer so gefahren. 45 vielleicht. Hey, eine Arme. Ja, links am Straßenrand. Als Werbeträger, ja, da, ja, immer. Aber auch eine C81. Ja, ist doch schön, meine Arten zu sehen. Ich muss sagen, das ist wirklich selten. Also wenn man so fährt, so in normalen Straßen geht, sieht man sehr selten Arten. Zumindest da, wo rechts ich rechts abbiegen auf Alleestraße, yes. Bottropper Straße.
letzten 2 Kilometer. Yeah. Na hier, die Straßen sind echt super. Also keine Schlaglöcher, keine Hügel, nicht allzu viel los. Also so könnte es gerne überall sein. Schermbeck ist mir jetzt schon irgendwie sympathisch. Auch wenn es jetzt gerade wieder ein bisschen rausgeht. So, das Gefühl, Zentrum ist irgendwie da hinten. Ein kleines Problem habe ich. Ich glaube, dieses Treffen ist ein Selbstversorgertreffen. Sprich, man muss alle Lebensmittel selber mitbringen. Ich hatte gehofft, es gibt hier irgendwo eine Rewe. Bisher habe ich noch keinen gesehen. Und ich habe jetzt ein Brot, ein Baguette. Ja, vielleicht reicht das. Aber so eine Wurst wäre nicht verkehrt, eine Grillwurst. Muss ich gleich mal gucken, ob hier vielleicht doch noch irgendwo eine Rewe ist oder irgendein anderer Supermarkt. Nach 300 Metern links abbiegen auf Triefweg. Und da bin ich auch schon da. Ja, muss ja nichts Tolles sein. Einfach irgendein kleiner Supermarkt, wo ich vielleicht eine Grillwurst bekomme. Aber es muss hier im Umkreis von 10 Kilometern was geben. Es kann ja nicht sein, dass die dann immer bis Essen fahren müssen, um was zu Futter zu bekommen. Links abbiegen auf Triefweg, ja. Dann rechts abbiegen auf Wiedau. Kolping Begegnungsstätte, da ist es. Rechts abbiegen auf Wiedau, dann leicht rechts abbiegen, um auf Wiedau zu bleiben. Leicht rechts abbiegen, um auf Wiedau zu bleiben. Nach 200 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Oh, 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 ich sehe Apen. Ich sehe Apen. Apensicht 2, 3. Ja. Ich nehme euch gleich mit. Mache jetzt erstmal aus. Und dann sehen wir uns auf dem Treffen wieder. Die Ausfahrt beginnt auf dem Treffen. Yay! Schermbeck wird in eine riesige Zweitaktqualmwolke gehüllt. Mir gefällt's. Ja. Warum nicht? Hier habt ihr mal die Rückspiegelansicht. Ja, man sieht nicht so viel. Aber man sieht, dass da andere Arten sind. Das ist schön. Dass ich in der Ape sitze. Also bei dem Wetter möchte ich nicht draußen sein. Naja, beim Wetterdienst ist es eigentlich nur ein Schauer. Ja, weil die Frontscheibe ziemlich verregnet ist und allgemein ein bisschen verschmiert ist, jetzt mal diese Ansicht wieder. Ich bin jetzt gleich wieder zu Hause. Zurück aus Schermbeck. Ich habe auf dem Rückweg nicht gefilmt, weil ich meine, ich bin die gleiche Strecke gefahren wie auf dem Hinweg. Ihr habt sie gesehen. Ich muss sie nicht doppelt zeigen, die Strecke. Ist eh nicht so schön da durchs Ruhrgebiet, Essen. Muss ich nicht zeigen. Außerdem, mitten durch die Stadt habe ich mir ein bisschen Arbeit erspart, weil da hätte ich ohne Ende Kennzeichen verpixeln müssen. Und das habe ich mir natürlich erspart. Ja, und natürlich unter dem Aspekt, dass das Video sonst wieder sehr in die Länge gezogen wird. Ja, ich habe es jetzt weggelassen. Punkt. So, reicht. Und das Treffen wirklich sehr schön. Es gab eine Ausfahrt, wo wir dann mit den Apen einmal durch Schermbeck gefahren sind. Da haben sich alle gefreut, die da an der Seite standen. Also mir hat das Treffen wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Aber es war auch mein erstes Treffen, also ich habe keinen Vergleich. Ich kann es nicht beurteilen, weil, wie gesagt, es ist mein erstes Treffen. Ja, auf dem Platz konnte man sich dann mit Leuten unterhalten, die gleichgesinnt sind. Das hat wirklich Spaß gemacht. Wie gesagt, zu mir waren alle sehr nett. Wenn ich aufs nächste Treffen fahre, werde ich da hoffentlich filmen, wenn es möglich ist. Ja, tut mir leid, dass ich das am Anfang so angeklingt habe. Ja, ich fahre aufs Treffen Scharmbeck, werde da filmen, bekommt ein schönes Video raus. Nein, kommt nicht. Das ist an dieser Stelle alles davon. Und ich hoffe, euch reichen diese paar Fotos, der Weg dahin. Aber ansonsten, Abendtreffen kann ich wirklich jedem Abendfahrer nur empfehlen. Weil es ist meiner Meinung nach wirklich sehr schön, sich mit anderen unterhalten, über dies und das sprechen. Man lernt sehr viel dazu, was man vielleicht vorher noch nicht wusste. So. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich fand es sehr schön. Ob ich da nächstes Jahr wieder hinfahre, weiß ich nicht, weil es wieder am letzten Ferienwochenende ist. Also Scharmbeck ist eigentlich immer am letzten Ferienwochenende der Schulferien in NRW. Deswegen, da sind wir eigentlich immer noch weg. Ich weiß es nicht. Vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht. Werden wir ja dann sehen. Aber das soll es an dieser Stelle auch schon wieder von mir gewesen sein. Ich habe auch meinen Campaufbau nicht gezeigt. Aber es hat draußen so gegossen. Vom Wetter her war es nicht optimal. Und da filmen, Kasten auf. Ich habe vielen Leuten gezeigt, waren alle sehr interessiert. Ich muss sagen, es hat echt viele Leute. Haben einige hinten drin geschlafen. Andere Zelten und so. Also ich war da keine Ausnahme. Ja. Deswegen, dazu wird dann, wie schon mal gesagt, ein separates Video kommen. Oder ich werde es irgendwann anders mal zeigen. Es kommt. Aber aktuell kann ich eh noch nicht viel zeigen, weil es ist immer noch nur eine Matratze, ein Kissen und ein Staufach mit zwei Stühlen und einem Leichtbautisch. Mehr ist das nicht. Und ich werde mir jetzt so einen S-Bit-Kocher holen und dann kann ich mir auch mal einen Kaffee selber kochen oder so. Ja, das werde ich alles machen. Wenn ich dann meinen ganzen Kram so parat habe und es alles tauglich ist und vorzeigbar ist, dann kommt ein Video. Aber das soll es dann auch von meiner Seite schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, tut mir leid. Also, ja, es tut mir leid, dass ich da nicht ausreichend gefilmt habe. Beim nächsten Treffen. Beim nächsten Treffen. Das sage ich jetzt, am Ende filme ich dann doch da wieder nicht. Ja, das wird alles irgendwann kommen. Ich muss sowieso noch in diese ganze Filmerei ein bisschen reinfinden, weil es ist sehr improvisiert. Es ist mein Handy. Egal. Doch, funktioniert's ja. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat, ja, habe ich jetzt gesagt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann like doch bitte das Video. Falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und zum nächsten Video.